Skateboard Looping. Hallihallo Skateboardfahrer und hallo in die Welt. Mein Name ist Tom, ich fahre seit 20 Jahren Skateboard. Macht mir immer noch sehr viel Spaß. Zusammen mit meiner Frau und meinem Team leite ich eine Skateboard-Schule und einen Skateboard-Online-Shop. Heute bist du beim allerersten Teil von einer kleinen YouTube-Serie Skateboard Looping. Den Looping mit dem Skateboard haben bis jetzt nur 18 Menschen weltweit gemacht. Ich bin der 19. und der erste Deutsche. Und diese Geschichte möchte ich euch erzählen. Zusammen mit David Thomas war ich in Amerika bei Tony Hawk, mit Tony Hawk Skateboard fahren. Ich habe den Tony gefragt, Tony, welcher Radius Looping? Du bist der Erste, der ein Looping gemacht hat. Is it a perfect size looping or is there a possibility of building it smaller? Oh, the loop? Yeah. That's a good question. Dann bin ich zurück nach Deutschland geflogen, habe mir meinen eigenen Looping selbst gebaut und bin den dann auch gefahren. Nach dem Intro geht's los mit dem Bauprozess. Let's go. Hallo Skateboarder und hallo in die Welt. Schauen wir mal rein, checken wir den mal ab. Let's go. Flamingo Air, yeah, in video games, yeah. Und da gehen wir auch schon rein in die Materie des Bauprozesses. Der Looping hat einen 1,10 cm Radius. Insgesamt ist er 2,20 m hoch. Hier ziehe ich die Linie mit einem Bleistift. Hier sieht man schon die Radien. Dann kriegt man den ersten Blick auf die Sache, wie die Kiste am Ende aussieht hier. Wow! Looping anfangen. So sieht's bis jetzt aus. Tag 2. Wer liefert denn da was? Gute Holz bringt diese gute Junge. Gute Holz. Die ersten Radien sind ausgesägt und hingelegt und hupsdidi hoppla, sieht nicht gut aus wie ein Kreis. Irgendwas ist da falsch. Also so einen Radius zu messen von so einem Looping ist nicht so leicht, ne? Da haben wir jetzt 1,10, da ist die Latte fixiert, dann gehen wir hier rein, dann ziehen wir eine Spur, dann haben wir den 1,10er Radius und schneiden die ganzen Dinger hier aus. Dann bauen wir das Ding. Also Leute, ich verrate euch jetzt mal mein Geheimnis. Hier ist die erste Vorlage. Es hat mich jetzt einen Tag meiner Gehirnzellen gekostet, das rauszufinden. Und zwar ist der Innenradius kleiner als der Außenradius. Logisch, hat einen anderen Durchmesser. Also man kann nicht diese Vorlage einfach da ranhalten und es passt. Man muss die Vorlage nochmal anzeichnen und das kleine Stück hier abschneiden. Dann passt natürlich die erste Vorlage immer anzeichnen. Ja, ebenso wenig kann ich jetzt hier hingehen und der Radius passt hier unten. Ja. Radius, Radius, Radius und Mathematik. Hey, Mathematik, immer Mathematik, überall Mathematik, ey. Aber es wird dann leider zu schmal.
Nee, unbrauchbar. Neues Brett nehmen. Jetzt neues Brett. Jetzt wisst ihr vielleicht, was ich meine. Ich habe mit der Vorlage schon mal angezeichnet. Wenn ich jetzt das Brett dahin schiebe, schließt die Kante natürlich nicht mit der ab, weil das ist der Außenradius, das ist der Innenradius. Jetzt muss ich hier nochmal anzeichnen und das Stück kommt dann weggeschmissen. Yes, so sieht es aus. Das kommt weg. Das kommt weg. Und das kommt weg. Aus. 2 Meter. Nehmen wir den Stein als Referenz. 20. Es ist 3 Uhr, Leute. 3 Uhr. Höchste Zeit, was zum Essen. Ich glaube stark, dass ich jetzt echt das passendere Ausgangsmaterial gefunden habe. Und falls ihr was bauen möchtet zum Skateboardfahren, schreibt mir einfach und fragt mich, was ihr für euer Projekt braucht. Schreibt uns gerne in die Kommentare, weil ich habe Freunde, ihr habt Freunde und im Internet kann man sich gemeinsam connecten und Lösungen finden für eure Projekte. Aber schaut davor nochmal in die Videobeschreibung. Ich schreibe immer von allen Rampenprojekten die Maße, die Radien und die Dicke in die Videobeschreibung. Also bevor ihr Fragen habt, schaut nochmal in die Videobeschreibung. Vielleicht sind ja da eure Fragen drin und ihr habt keine Fragen mehr. Und es regnet mal wieder, ja, ist ja klar. Falls ihr so eine coole Mütze haben wollt, die euch warm hält bei so einem scheiß Regenwetter und einen schönen, warmen, kuscheligen Pulli aus 100% Baumwolle, perfekt für den Sommer auch, bei einer lauen Sommernacht mit einem flauschigeren Hoodie, ist das Nonplusultra. Schaut in die Videobeschreibung, da ist der Link für unsere Clothing Line, für unsere Klamotten, für unsere Kleidung. Klamotten darf man ja nicht sagen, das ist ja ein abwertender Ausdruck. Unsere Kleidung findet ihr in der Videobeschreibung. Und heute baue ich den Looping einfach mal fertig. Let's go! Weil ich es mir nicht vorstellen konnte, dass sich diese dicke Platte biegt, habe ich mir noch eine dünnere besorgt. Nee, bringt nichts. Zu dünn, wäre gebrochen, viel zu windiges Teil, seht selbst. Hier geht ein großes Stück raus, hier. So, los geht's. Jo. Hey, es ist doch immer so, oder? Genau da, wo man arbeiten muss, grätscht sich die Katze rein. Und ja, wahrscheinlich hat sie Hunger. So kann ich nicht arbeiten. Man sieht schon so ein bisschen den Kreis und den Winkel jetzt, wenn ich mir so vorstelle. Hier reinfahren. Looping. Krasse Nummer. So, so. Ich glaube, das fällt auseinander. Das ist nicht dein Ernst.
Mein alter Ausbilder ist da, fragt, ey, bist du total crazy, ist nicht dein Ernst. Hat Half-Pipes gebaut, Tom Bacher, man kennt ihn. You are crazy man, crazy man, ja. Yeah? You want to drive a loop. Wir machen Looping, ja. Mm-hmm. Molto bene, molto bene. Sagt, er hat den ersten Looping der Welt für Tony Hawk zusammengebaut. Gibt's nicht. Mobil. Dieser Mann steht jetzt hier bei uns. Hau ab jetzt. Ist so. Vom ersten Looping Europas und legt sogar selbst Hand an. Wir haben ihn nach Amerika sogar geliefert. Per Flugzeug wurde der Looping geliefert. Welches Jahr war das? 1988? Ja, frag mich. Ich bin schon alt. Ja, an dieser Stelle braucht man nicht weiterbauen. Es wäre gebrochen. Ich kann euch da nur ans Herz legen, vertraut den Leuten, die mit dem Material schon Erfahrung haben, die damit schon gearbeitet haben, die wissen, es funktioniert. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, könnt ihr jederzeit immer noch von vorne anfangen. Macht nichts. Also musste ich nochmal lostuckern zum Holzmarkt, Platte kaufen, das Ding nochmal aussägen. Den Bauprozess nochmal zeigen, braucht ihr nicht. Wir steigen jetzt da ein für euch, wo das zweite Grundgerüst schon wieder fertig ist. Okay? Let's go! Hier passt es, aber da nicht. Alter Schwede. Moin, moin, Leute. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Und ich gehe aus meinem Haus raus und sehe, die Blutigelchen sind zurückgekehrt. Es war hier alles trocken, aber die haben sich anscheinend so verbuddelt, so tief, dass die wieder am Start sind. Sind mehrere. Jetzt werden gleich die Matten geliefert, die Weichbodenmatten. Heute bin ich mit Tom und Jerry. Es wird gut und es wird anstrengend. Von nichts kommt nichts. Let's go. Matten sind angekommen. In grün von tonmatte.com. Oha, richtig fette Dinger hier, richtig hoch, so zwei Stück. Ah ja, hier sieht man gleich ein Logo. Vielen Dank dir fürs Zusehen bis dahin. Abonnier jetzt den Channel kostenlos, dann verpasst du den Teil 2 nicht. Wir sehen uns.